Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Space Haven Alpha 16. Ja, es ist schon eine Weile her, dass wir eine Space Haven Folge hatten. Ich war einfach zwischendrin krank und ich muss mir vorher nochmal kurz alles angucken, was wir denn so haben. Wir haben hier nochmal 3 Sklavenhändlerschiffe. Wir sind mittlerweile im Sektor der Piraten, ja, also im piratenkontrollierten Sektor, aber angegriffen wurden wir erstmal von Sklavenhändlern. Na gut, die haben das auch nicht richtig auf die Kette gekriegt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Schiffe entern. Und ja, wir sind nicht alle ausgeschlafen, aber gesundheitlich geht es uns eigentlich allen ganz gut. Das heißt, wir wurden angegriffen. Das Away-Team, das uns versucht hat anzugreifen, hatte wenig Glück mit ihren Bemühungen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen mal Team 2 und stopfen das mal. Oh, da ist noch ein Shuttle, das unter Direktbefehl steht. Sehr gut. Dann stopfen wir das mal da rein. Und Team 3 ist auch ausgeschlafen. Ziemlich. Und wie sieht es mit Team 4 aus? Team 4 ist nicht so super ausgeschlafen, aber geht. Ja, aber wir nehmen 3. Wir nehmen 3 Away-Teams. Nehmen wir jetzt einfach mal und ja, steigen hier mal ein und ja, ich muss mich sputen, also jetzt nicht hier in diesem Spiel, sondern ich möchte ich habe lange keine Space Haven Folgen mehr aufgenommen und das geht ja gar nicht und zum Zweiten, im Mai, Juni soll das nächste Update rauskommen, Alpha 17, wo es dann Roboter gibt als Bösewichte, nicht nur Aliens und so eine Scherze und Abfangjäger und ganz, ganz viel wird reworked, deswegen gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht Mai wird. Ich meine, wir haben jetzt schon Mitte Mai und es war nichts zu lesen, aber im Prinzip steht Alpha 17 quasi direkt vor der Tür und ich bin mal sehr gespannt. Was haben wir hier? Hier legt ein Shuttle an. Da unten ist noch eins. Hier haben wir ein Shuttle, wo eine Person drin ist. Hier haben wir ein Shuttle mit 3. Aha! Was macht ihr denn mal? Die greifen die Militärallianz an. Das ist eventuell nicht so ganz klug. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Shuttle mit 0 Personen, die ablegen. Da haben wir ein Shuttle mit 2 Personen, die irgendwo hinfliegen. Wir gucken mal. Wir sind hier mit unseren 3 Shuttlen. 0 Shuttle und 2 Shuttle. Ich mach mal Pause. Die fliegen dahin, okay. Wollen die uns angreifen? Nö. Okay. Wir treiben hier Handel. Da oben, die kriegen da auf den Sack. Da haben wir jetzt ein Shuttle mit 0 drin. Da haben wir auch ein Shuttle mit 0 drin. Hier haben wir ein Shuttle mit 0 drin. Ich weiß nicht, ob wir... Wir könnten hier hinten in die Antriebe reingehen mit unserem Enter-Team. Und ich glaube, das tun wir mal. Können wir hier mit allen dreien anlegen? Ich glaube schon. Das scheint zu gehen. Hier haben wir jetzt 2 Personen drauf. Mal gucken. Greifen die uns jetzt an? Da ist ein leeres Shuttle. 2 Personen. Und gucken wir mal, was hier passiert, wenn wir hier andocken. Ah, die docken einfach nicht an. So, dann gucken wir mal. Hier, dieses Shuttle lädt gerade Sauerstoff aus, warum auch immer. So, jetzt sind alle angedockt. Einmal aussteigen, die Damen und Herren, bitte. Jawohl. So, und einmal versammeln hier, ob wir hier Leute haben. Wir haben noch genug Verteidigung hier drüben, falls sie versuchen, uns zu entern. Aber niemand bewegt sich in unsere Richtung. Ich muss ab und zu mal rauszoomen. So,
Dann mach mal hier die Tür auf. Und wir gucken mal, ob einer guckt. Da ist eine Person, okay. Da haben wir eine Person. Da würde ich doch mal sagen, gehen wir hier einmal rüber. Hallo. Das hast du ja nicht richtig überlegt. Okay, der ergibt sich sofort. Dann sprechen wir mal. Das war anscheinend nur eine Person hier auf dem Schiff. Die Runde geht an euch, aber wir werden uns wiedersehen. Besatzung gefangen nehmen. Jawohl. Eine Person haben wir. Verabschieden, danke. Pause. Wer bist du denn? Fähigkeiten. Florist und tollpatschig. Ja, hohe Botanik, viel bauen, aber tollpatschig. Ja, weiß ich nicht. Kann aber Schütze und Betrieb kann er einiges. Den nehmen wir erstmal mit. Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall können wir mal... Also, wir fangen mal an mit hier erstmal. Direktbefehl. Ihr da rein. Nächstes Away-Team da rein. Und letztes Away-Team da rein. Jawohl. Achso, nee, so ein Quatsch. Wir müssen erstmal das Schiff erkunden. Ein bisschen. Dann würde ich mal sagen, wir machen... Wir lassen ein Away-Team da. Und erkunden mal. Hier haben wir nirgendwo ein Loch im Schiff. Hier schon. Da ist der Antrieb einfach nicht kaputt gegangen. So, wir wissen, dass hier keiner mehr ist. Ich würde mal... diese Shuttle ablegen lassen. Während wir hier noch erkunden. Da ist noch ein Mensch. Wollen die etwa hier anlegen? Die wollen hier anlegen. Okay. Wir gehen alle mal hierher. Und Beidwelt bitte auch. Okay, eine Person ist da. Und ein Shuttle mit drei Personen kommt rüber zu uns. Die haben von da abgelegt. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen mal die Shuttle nach da. Ich bin auf Pause. Dann Away Team 1. Direktbefehl hierher. Amal. Dahin. Und die Abwehrkanone dahin. Ja, er scheint da anzulegen. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Oh. Da ist der Gefangene. Der Gefangene soll befreit werden, schätze ich. Ja. Alle Mann einmal da drauf. Oh. Okay. Da dockt ein Shuttle an. Dann gehen wir mal da drauf. Die wollen ihren Kollegen befreien. Ist hier einer drin? Zwei sind da drin. Okay.
Das habt ihr euch vielleicht nicht so richtig überlegt. Genau, habt ihr euch nicht richtig überlegt. Okay. Die Feuerkraft unserer Waffen ist einfach schon ein bisschen doll. So, das Shuttle eiert da durch die Gegend. Hier haben wir Leute, denen wir erstmal sagen, setzt euch mal hin. Sehr gut. Und hier haben wir Duddle Nation. Inventar und... Platziere Abwehrkanone, genau. Da muss ich einfach nur gedrückt halten und dann platziere mal eine Abwehrkanone. Okay. Und dann geh mal hier hinten hin. So, dann habe ich das erste Mal eine Abwehrkanone eingesetzt. Und was ist da gerade passiert? Wir haben einen neuen Auftrag. Neue Mission verfügbar. Okay. Eine Person gefangen nehmen. Ach ja. Okay, nee, wir gucken mal. Person gefangen nehmen. Nee. Es befindet sich da keiner. So, auf jeden Fall haben wir hier... Hier haben wir mal, warum ist Beidwelt? Hat sich Beidwelt eben ergeben oder was? Soll's damit einsteigen? Und da haben wir noch einen Gefangenen, den wir irgendwann mal bergen müssten. Und, genau, jetzt dockt hier, jetzt docken hier Leutchen an. Und jetzt alle einmal hier hinten hinschießen. Und da haben wir zwei abgeballert. Und ja, einmal mitsprechen bitte. Cool, dann steht da noch eine Abwehrkanone. Also einen Gefangenen haben wir gemacht. Ray McCooney, geht mal hin und diese Runde geht an euch. Nikolas, okay, Besatzung gefangen nehmen. Schade, dass wir uns nicht einigen konnten. Das dauert alles zu lange. Tschüss. Ja. Verabschieden. Dankeschön. So, ihr. Direktbefehl aufgehoben. Direktbefehl aufgehoben. Was bist du für einer? Fähigkeiten. Vollzugsbeamter und friedliebend. Waffe 7. Ah, aber friedliebend heißt, Kapitulation ist relativ hoch. Botanik und Bauen. Ja, nee. Den nehmen wir nicht, den können wir... Oh, den können wir direkt mal... Wie heißt er denn? Nikolas. Nikolas... Holmgren? Okay. Nikolas Holmgren. Dann machen wir mal Grüßen. Ein Shuttle kehrt zurück zu dem... Ja, dann würde ich mal sagen, wir legen hier hinten an mit unseren Shuttlen. Andocken. Und das letzte. So, und jetzt haben wir Militärallianz angefunkt und wir wollen Kopfgeld einfordern von Sklavenhändlergilde und Nikolas Holgrim. Minus 4, ohne Gegenleistung freilassen, Verhältnis plus 2. Wir brauchen keine Ressourcen irgendwie so verabschieden. Dann sind wir den einen schon mal los, dann frisst er uns auch nicht Zeug vom Kopf. Warte mal. Nee, alles gut. Sehr gut.
So, jetzt legen wir hier hinten an und nehmen dieses Schiff auseinander. Und so wie es aussieht, ist die Militärallianz gerade dabei, dieses Schiff zu entern. Das passt ja ganz gut. So, und wir sind angedockt. Heißt, einmal aussteigen. Oh, das letzte Shuttle ist noch nicht angedockt. Jetzt. Einmal aussteigen, bitte. Und alle einmal hierhin. Beziehungsweise einmal hierhin, genau. So, eine Verletzung haben wir bei unseren Leuten. Ich möchte, dass ihr euch hinkniet. Und dann machen wir als erstes einmal die Tür auf. Und dann die Tür. Und dann die Tür. Und dann die Tür. Und dann gehen wir alle mal hier hin. Okay. Und gehen wir alle mal hier hin. Wo? Wer wird wo angegriffen? Wo? Ne, Liara sitzt auf dem Klo. Okay, alle. Direktbefehl. Einmal alle hier hin. Ich sehe es nicht. Ach, da ist jemand. Das gibt's ja nicht. Da ist jemand zusammengebrochen und wieder wach geworden. Oh Gott. So, Team 1, ganz dringend hierhin. Duddle Nation. Okay, da hat er sich ergeben. Oh Gott. So. Diese Runde geht an euch, aber wir werden uns wiedersehen. Besatzung gefangen nehmen. Da ist jemand nur ohnmächtig geworden und nicht gestorben. Gott sei Dank. Also, verabschieden. So, wer bist du denn? Lulla Fenn. Montageingenieurin und Held. Oh ja, die möchte ich gerne abwerben. Okay, dann machen wir hier Direktbefehl aufgehoben, Duddle Nation Direktbefehl aufgehoben und Team 1 Direktbefehl aufgehoben. Okay. Meine Fresse. So. Hier. Jetzt erkunden wir mal dieses Schiff weiter. Irgendwo müssten hier noch Leute rumspringen, fürchte ich. Oder müssen wir einfach nur alles aufdecken hier? Alles aufgedeckt, okay. So. Einmal Fahrzeug besteigen. Fahrzeug besteigen. Fahrzeug besteigen. Dann müssen wir nur noch ein Schiff auseinandernehmen. Hier haben wir, genau. Hier haben wir nur die Luke, über die wir einsteigen können. Hier hat ein Shuttle abgelegt. Okay, das hat 0. Okay. So, in diesem sind jetzt 4 drin. Ach, wie machen wir das denn? Das schicken wir nach Hause.
Gottes Willen. Einmal einsteigen. Ich wollte euch nicht aussteigen. Und ihr dockt da an. Sehr gut. Und dann gucken wir mal und nehmen das andere Shuttle und parken das logistisch überfordert. Warum sind wir schon wieder logistisch überfordert? Keinen Weg gefunden. Horsti, wo ist Horsti? Horsti? Interessant. So, hier haben wir jetzt gleich angedockt und dann gucken wir mal und dann kümmern wir uns. Da haben wir auf jeden Fall Sklaven. Das Shuttle fliegt weg, aber ohne Besatzung. Hier haben wir auf jeden Fall... Warum haben wir... Wir haben nicht genug Sauerstoff. War unser Sauerstoff im Shuttle alle? Oh. Okay, und das scheint der letzte zu sein. Wir akzeptieren, wir geben auf, wir akzeptieren eine Waffenruhe. Nein, nehmen Sie alle gefangen und lass das Schiff herrenlos zurück. Schade, dass wir uns noch nicht einigen können. Tschüss, das dauert alles so lange. Verabschieden, alles klar. So. Ihr. Einmal alles erkunden. Und ihr. Ihr habt auch keinen Sauerstoff mehr, oder was? Unsere Shuttle haben nicht genug Sauerstoff. Okay, wir haben... Oh Gott. So, wir haben hier auf jeden Fall erstmal Sklaven, mit denen wir sprechen. Sprichst jetzt mit Militärallianz. Nee, verabschieden. Das war ein Stoßtrupp der Militärallianz? Interessant. So, auf jeden Fall machen wir hier jetzt einmal. Direktbefehl aufholen, Direktbefehl aufheben. Direktbefehl aufheben und dieses Schiff möchte ich gerne auseinandernehmen und alles, was drauf ist, bitte transferieren. Aber Barry geht mal hier hin und macht mal Direktbefehl und sagt mal, folge mir. Und zieht den Gefangenen da weg. Genau. Sehr gut. Und Tim. Beziehungsweise. Du sagst jetzt zum Gefangenen. Hör auf mir zu folgen. Und du gehst mal dahin. Und mach mal Gefangenen freilassen. So. Können wir jetzt. Ich spreche jetzt mit Militärallianz. Okay, ich möchte mit Wednesday sprechen. Bitte. Achso, alles klar. So, ihr nehmt jetzt einfach mal langsam dieses Schiff auseinander und habt hoffentlich irgendwo auch... Okay, jetzt docken da ganz viele Militärallianz an, weil wir da natürlich Leute befreit haben von der Militärallianz.
Und hier drüben haben wir noch, um Gottes Willen, da hätten wir noch einen Kandidaten. Schädliche Umgebung. Okay. Night Dragoon, einmal hier in dieses Shuttle einsteigen. Weil ich möchte da noch unseren Gefangenen retten. Und ihr kommt hier hoffentlich klar. Ich finde es nicht schön, dass ihr hier in das, in das, So, unser Shuttle dockt da jetzt an. Sehr gut. Und dann kommen sie hoffentlich auch nach Hause. Und wir haben hier ein frisches Shuttle und legen dann mal da an, bitte. Okay, wir bauen hier Sachen auseinander und verladen Dinge in Shuttles. Da oben haben wir einen sehr, sehr verletzten Gefangenen. Da machen wir mal Direktbefehl und Brian, Direktbefehl. Mach mal bitte folgen. Folge mir. Und wen haben wir da? So, und Tim, sowas von. Direktbefehl. Einmal, wer auch immer da liegt, aufsammeln. So, einmal einsteigen mit Gefangenem. Und Tim geht es auch nicht gut. Und irgendwer von uns liegt da, kann das sein? Eine menschliche Leiche. Wir haben doch aber niemanden... Ne, wir haben niemanden verloren. Gut. Dann, Tim, steig du auch mal ein. Ich möchte jetzt den Gefangenen da wegkriegen. Und, genau, steigt ihr mal da ein und wir fliegen dieses Shuttle zurück. Und dann haben wir weiter das Auseinandernehmen, den Auseinandernehmen-Befehl. Und das Shuttle fliegt mal dahin und dann ist das gut. So. Und hier sind wir angedockt. Night Dragoon. Geht mal rüber und holt sich den Gefangenen. Und dann haben wir alle Menschen, die irgendwie noch, ja, prekär hier unterwegs sind, glaube ich, um uns gekümmert. Nicht, dass uns da einer abnippelt. So, und jetzt einmal wieder einsteigen. Und wer bist du? Florist tollpatschig. Oh, okay. Ja, den können wir Rohan Sörensen können wir direkt dann an die Militärallianz ausliefern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber jetzt haben wir zwei da drin. Sehr gut. Dieses Shuttle auch wieder zurück, bitte. So. Und hier ist ein... So, und Jack und Xi nehmen jetzt hier das Schiff auseinander. Okay. Und hier kommt ein neues Shuttle, wo auch eine Person drin ist. Sehr gut. Fein, fein. So, und das hier ist unter Direktbefehl. Das kann wieder freigegeben werden. Wo ist denn Tazzy? Oh Gott, Tazzy ist da. Oh, scheiße. So, Direktbefehl. Einmal da anlegen. Dankeschön. Ja. Wir müssen mal kurz Tazzy retten. Tazzy. Einmal da in das Shuttle rein, bitte. Oh Mann, ey. Ha, ha, ha. So, und dann fliegt mal hier rüber.
Und hier haben wir, glaube ich, alles gemacht, um anzudocken und Sachen abzubauen. Sehr gut. Ja, hier unten das Shuttle, Direktbefehl aufgehoben. Dann kann wieder was gemacht werden. Ich docke hier ab. Genau, da ist Rohan. Rohan, tollpatschiger Florist. Rohan Sörensen. Da würde ich nochmal direkt hier einmal grüßen. Den können wir direkt mal ausliefern. Ja, und wir sind wieder logistisch überfordert. Na ja, super. Kopfgeld einfordern. Wie? Grüßen. Kopfgeld einfordern. Wieso Piratenpakt? Ich möchte Sklavenhändlergilde ausliefern. Geht nicht mehr anscheinend. Mit dem anderen. Kein Weg gefunden. Warum findest du... Wer will denn da hin? Amaral. Das ist außerhalb... des Schiffes. Was willst du da? Warum hat hier... Achso, angedockt, alles klar. Dann einmal ihr beiden Direktbefehl aufgehoben. Direktbefehl aufgehoben. So, jetzt geht ihr bitte Dinge tun. So, hier werden Sachen abgebaut. Hier werden noch nicht Sachen abgebaut. Wir können mal auf schnell. Ich glaube nicht, dass sich hier noch irgendjemand versteckt. Wir haben, glaube ich, alle möglichen in irgendeiner Form abgebaut. Und die Militärallianz, die hier als Sklaven drauf waren, die sind natürlich sofort zu ihren Leuten rüber. Deswegen konnten wir sie nicht als Flüchtlinge aufnehmen. Hier wird ordentlich abgebaut. Um Gottes Willen muss hier noch viel verladen werden. Aber das sollte ja relativ zügig gehen. Wir machen mal bei dem hier auch alles, was auf dem Schiff ist. Und ich markiere schon mal, dass da auch alles abgebaut werden soll. Mission verfügbar. Personen gefangen nehmen. Ja. Nee. So, auf dem Schiff sind wir hier schon fertig. So gut wie. So wie es aussieht. Ah doch, da liegen noch ein paar Tech-Blöcke liegen da und so. Das muss alles noch transferiert werden. Aber es geht hier auch schon sehr, sehr schnell mit dem Abbauen. Meine Fresse. Ja. Großartig. Das mit dem Entern hat jetzt dieses Mal besser funktioniert als die letzten Male. Weil ich immer auch mit drei Teams reingegangen bin. Und wir haben trotzdem auch noch ein bisschen was abgekriegt. Ja, was haben wir für Missionen? Immer wieder Personen gefangen nehmen. Da habe ich nicht so richtig Interesse dran. So, hier werden die letzten Sachen... Ach, hier das Lager. Da im Lager sind noch... Ist noch jede Menge Zeug. Um Gottes Willen. Ja, das lohnt sich richtig. Das alles verladen in die Shuttle rein. Hier in dem Lager ist auch noch was. Genau, das muss alles noch... gemacht werden. Und da kommen die Leute und räubern das Lager leer. Sehr gut. Ah, und die Militärallianz hat das System verlassen. Okay. Wir sind hier ein bisschen logistisch überfordert. Wir sind aber noch unter dem Gewicht, das wir nicht reißen dürfen. Hier haben wir noch zwei. Wir könnten hier auf jeden Fall noch ein bisschen was tragen wahrscheinlich. Und es würde wahrscheinlich Sinn machen, hier einfach noch einen Antrieb reinzusetzen. Wir sind hier auch kurz davor. Ich fürchte, wir sollten hier auf die Discovery 2 noch einen Antrieb setzen. Das können wir mal gerade machen. Systeme. Hier müsste auch noch ein Antrieb hinpassen, oder? Ja, hier passt auch noch ein Antrieb hin. Dann haben wir alle Systempunkte für dieses Schiff ausgegeben.
Und es wird Zeit, dass wir ein drittes Schiff kriegen, würde ich fast sagen. Nochmal sowas Ähnliches wie die Discovery 2. Schade, dass man es nicht direkt kopieren kann. Das würde vieles schneller machen. So, sind wir hier fast durch? Nee, sind wir noch nicht. Da sind noch Sachen in den Lagern. Leute, nehmt das mal auseinander, bitte. Hm. Na gut, dann machen wir hier mal... Ah doch, jetzt fliegen hier Shuttle hin, um die letzten Sachen auseinanderzunehmen. Nee, da ist immer noch Schrott drauf, dass ihr den ihr einsammeln solltet, bitte. Ach, wir müssen erstmal unsere Logistik hier wieder unter Kontrolle... Ja, wir müssen erstmal unsere Logistik unter Kontrolle kriegen, bevor wir hier neue Sachen einsammeln. Und jetzt gehen aber auch Logistikroboter rüber und sammeln Zeug ein. Ja, sammelt ihr Zeug ein? Nee, nicht so richtig. Was passiert da? Gut, dann gebe ich meinen Auftrag hier, alles einmal auseinandernehmen und... Weil ich meine, wir sind eh, wenn wir logistisch schon überfordert sind, dann warum nicht auch richtig? Ah, hier sind alle Lager voll. Hier sind alle Lager voll. Abgewogener Gefangener... Griffen ist Montageingenieurin und launisch. Rohstoffabbau 9. Okay, du bleibst auf jeden Fall Heimatschiff zuweisen. Du bleibst auf jeden Fall hier. Inventar. Du kriegst Schutz, gepanzerte Weste. Primär. Ne, was hast du? Schießen. Waffen 3. Okay, du kriegst primär Sturmgewehr. Oh ja, wir haben genug Sturmgewehre, so wie es aussieht. Und du kommst dann direkt in Team 5. Schiffsverteidigung. Sehr gut. Wir haben hier nur volle Lager. Das ist so ein bisschen doof, weil wir hier auch alle Lager irgendwie aufgefüllt haben. Was haben wir denn hier so viel... Wir haben wahnsinnig, wir haben super viel Hypertreibstoff. Und wir haben super viele Knarren. Oh, und wir haben super viel Biomasse. Okay, wir machen mal einen Transfer von Biomasse. Transfer zur Discovery 2 von Biomasse. Nee, nicht alles. ...120. Das sollte uns entlasten. Jawohl. Und hier können wir dann nochmal... ...mehrere Komposter aufstellen. Das fände ich ganz geil. Rohstoffe. Ressourcen. Komposter. Wir könnten... Ach nee, wir können da keinen Komposter hinstellen, weil da ist eine Lampe im Weg. Höhö. Wir können hier... ...noch einen Komposter hinstellen und... ...hier noch einen Komposter hinstellen und... Dann hier langsam anfangen, Sachen zu kompostieren. Ja, aber auf jeden Fall wird jetzt hoffentlich Zeug abgeladen, sodass wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Hier sind die Lager wieder leerer, weil super viel... Wir haben auch keinen Handel getrieben mit den Leuten. Wir müssen Biomasse loswerden. Ja, aber logistisch sind wir ein bisschen was überfordert. Wir bauen hier auch Sachen auseinander und müssen noch Dinge rüberbringen. Bei allen Schiffen sind wir noch dabei. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Das war Folge 74. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Es brennt. Wo brennt es denn? Da brennt es. Ja, das kriegt er doch hin, oder? Ja, und ist auch schon wieder vorbei. Okay. Ja. Ich mach mal wieder schneller. Ja, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Und ich freue mich auch schon, sobald... ich weiß noch nicht, was ich mache. Ob ich streame die neue Space Haven Alpha 17 oder ob ich das direkt nur auf YouTube mache. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, was euch besser gefallen würde. Das als Stream, den ich dann als Folgen zusammenschneide oder etwas, sobald es rauskommt, direkt ein paar YouTube-Folgen davon zu machen. Würde mich eure Meinung interessieren. Oh, und da haben wir einen Gefangenen abgeworben. Da kümmere ich mich auch gleich drum.
Und ja, lasst gerne ein Like da, erwägt den Kanal zu abonnieren. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen ganz zauberhaften Tag noch. Tschüss!